Vielen Dank nochmal, wie gesagt, für die Einladung und die Möglichkeit, ja, nach dem ersten Tourismus-Satellitenkonto, was wir damals ja noch, Herr Eisenstein, ja, 2017 vorgestellt haben, jetzt auch die wichtigsten Ergebnisse aus dem zweiten Tourismus-Satellitenkonto für Niedersachsen, also neue Zahlen zum Wirtschaftsfaktor Tourismus vorzustellen. Herr Zeinert hatte das einleitend gesagt. Die erste Studie war aus dem Jahr 2017 und die Berechnungsergebnisse damals bezogen sich auf das Jahr 2015. Genau, und diese Studie haben wir jetzt aktualisiert für das Jahr 2019. Das heißt, wir gucken uns gleich Zahlen an mit dem Fokus auf noch normale Zeiten, also auf das letzte Vorpandemie-Jahr. Und das halten wir auch für sehr sinnvoll, denn das ist ja das, Herr Dr. Lindner hat es gesagt, wo wir wieder hinkommen wollen, woran wir uns messen wollen. Gleichzeitig gibt es uns aber natürlich auch die Möglichkeit zu bewerten, was denn eigentlich im letzten Jahr und dann ja auch in diesem Jahr passiert ist. Und das haben wir auch nicht ganz außen vor gelassen. Wir haben uns auch das Jahr 2020 nochmal angeschaut. Es ist aber so, dass wir hier keine vollständige Berechnung gemacht haben. Das ist einfach der Tatsache in allererster Linie geschuldet, dass wir noch gar nicht alle Daten zur Verfügung haben. Die amtliche Wirtschaftsstatistik, die ist da immer so 1,5 bis 2 Jahre hinterher. Und da das Projekt eben ja nun dieses Jahr gelaufen ist, war der Fokus auf dem Jahr 2019. Wir haben aber, sofern wir es denn konnten, die Eingangsdaten in diese Berechnung auch für das Jahr 2020 nochmal aktualisiert. Das war eben aber nicht für alle Daten möglich. Wir haben das Nachfragevolumen in den einzelnen touristischen Segmenten aktualisiert. Wir haben auch das, was seitens der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mit einfließt, aktualisiert. Aber was wir nicht auf den Stand 2020 gebracht haben, das sind beispielsweise die Ausgabedaten. Also das spricht das, was die Touristen ausgegeben haben. Sodass wir, wenn wir uns später auch für 2020 gleich einige Ergebnisse anschauen, das tatsächlich immer beachten müssen, dass das eine, ja, Größenordnung ist, die eine ungefähre Orientierung liefert, aber eben keiner vollständigen Berechnung entspricht. Wenn ich von wir spreche, dann sind das die DEW Econ GmbH aus Berlin. Die waren auch beim ersten Projekt dabei. Das ist eine Tochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das sind, ja, sage ich mal, die Volkswirte, die Ökonometriker in diesem Projekt, die sich wunderbar gut in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auskennen. Und dann war noch das DWF aus München dabei. Das werden viele von Ihnen kennen. Und dann haben wir an der Hochschule das Projekt dieses Mal nicht direkt von der Hochschule aus betreut, sondern über die Touristikon, ein Unternehmen von Herrn Eisenstein. Allerdings mit denselben Gesichtern, wie sie auch beim ersten Projekt dabei waren. Und genau, wir zusammen mit dem DWF vertreten im Grunde in dieser TSA-Erstellung die Nachfrageseite, das heißt die touristische Nachfrage, die Angebotsseite. Da hat die Federführung die DIWE können. Genau, jetzt weiß ich nicht genau, wie bekannt Ihnen dieses erste Tourismus-Satellitenkonto ist oder noch ist und ja, wie Sie die Vorgehensweisen sozusagen noch erinnern. Deshalb habe ich mir gedacht, dass wir einmal kurz uns nochmal vergegenwärtigen, warum brauchen wir diesen TSA eigentlich und was ist eigentlich das Besondere an ihm? Herr Dr. Lindner hat es vorhin gesagt, wir haben im Tourismus eine Querschnittsbranche. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, welche wirtschaftliche Bedeutung wir dann haben, dann können wir nicht einfach in die amtliche Wirtschaftsstatistik schauen. Die Branchen, die da drin stehen, die sind nach den Produkten, die sie herstellen, sortiert. Also sprich, die Automobilindustrie produziert Autos. Wir als Tourismus produzieren aber keinen Tourismus, sondern Tourismus ist im Grunde nachfrageseitig definiert und findet immer dann statt, wenn ein Produkt, eine Leistung von Touristen konsumiert wird. Und das findet eben in vielen verschiedenen Branchen statt, so im Gastgewerbe, so im Handel, im Transport, aber eben nicht immer in Gänze. Das heißt, nicht die gesamte Nachfrage im Gastgewerbe ist zum Beispiel dem Tourismus zuzuschreiben. So, und deshalb müssen wir uns eben können wir nicht einfach in die Statistik schauen, sondern müssen eine Behelfsrechnung aufmachen. Und das ist so dieses sogenannte Tourismus-Satellitenkonto. Das heißt, wir docken an diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung im Grunde einen Satelliten an, der uns Ergebnisse liefert,
die wir nachher mit anderen Wirtschaftszweigen aber vergleichen können. Und das ist eben eine Besonderheit. Sie wissen, dass es auch andere Ansätze gibt, ganz bekannt der Wirtschaftsfaktor vom DWF, der ja auch seit vielen, vielen Jahren in Deutschland etabliert ist. Aber ja, dieser Ansatz ist eben nicht in Anlehnung an die VGR und das möchten wir aber eben gerne, damit wir unsere Ergebnisse eben später auch mit anderen Branchen vergleichen können. Und das ist eben ein großer Vorteil dieses Ansatzes. So, jetzt haben wir uns das nicht selber ausgedacht, was wir da berechnen, sondern das ist ein internationaler Standard. Ich habe hier einfach nur mal ganz grob die Regelwerke aufgelistet, also sprich die UNWTO, Eurostat und die OECD sind diejenigen, die sich diesen Ansatz, diese Vorgehensweise ja, erarbeitet haben und in entsprechenden Regelwerken festgelegt haben. Und so werden sie eben weltweit auch angewendet. Was macht jetzt den TSA so besonders, auch im Vergleich zu anderen Studien? Beim DWF Wirtschaftsfaktor beispielsweise wissen Sie, da wird der Tourismus vor Ort im Zielgebiet betrachtet. Das heißt, wenn wir Niedersachsen als Beispiel jetzt nehmen, dann wird dort geschaut, welche wirtschaftlichen Effekte hat der Binnentourismus in Niedersachsen und das, was von außerhalb, also aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland nach Niedersachsen an Gästen reinkommt. Der TSA, der fasst die Tourismusbranche jetzt weiter. Der guckt nicht nur auf dieses Zielgebiet, sondern der betrachtet die Tourismuswirtschaft in Gänze. Das heißt, hier kommen jetzt zum Beispiel auch Reisebüroleistungen werden hier an oder Umsätze durch Reisebüroleistungen werden einberechnet, die auch der Tourismuswirtschaft zugehörig sind. Oder sprich, wenn Sie als Niedersachsen eine Reise ins Ausland oder in andere Bundesländer unternehmen, dann kann es durchaus auch sein, dass Sie für Umsätze in Ihrem eigenen Bundesland noch sorgen, zum Beispiel für Transport, für Reisevorbereitung oder für die Reisebuchung im Reisebüro. Auch das sind Umsätze, die werden hier beim TSA mit einberechnet. Oder auch sowas wie öffentliche Zuschüsse im Kulturwesen, im Freizeitwesen, also überall da, wo eben Touristen auch entsprechende Einrichtungen nutzen. Das heißt, wir haben hier einen erweiterten Analysefokus. Wir gucken nicht auf das Zielgebiet selbst an sich, sondern gucken auf die Tourismuswirtschaft in Niedersachsen in Gänze. Und da kommen eben weitere Umsätze mit rein. Als Ergebnis kommen am Ende zwei ganz zentrale Kennziffern raus, die Bruttowertschöpfung und die Erwerbstätigen. Und das ist eben das, was wir in der VGR auch für alle anderen Branchen finden. Und weil das so ist, können wir uns eben dann auch innerhalb Niedersachsens mit anderen Branchen vergleichen und auch mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist noch, dass der TSA uns tatsächlich eine Beschäftigungsgröße liefert, nämlich die Erwerbstätigen. Wenn Sie schon mal eine Wirtschaftsfaktoruntersuchung vom DWF haben durchführen lassen, jetzt die Regionen unter Ihnen, dann wissen Sie, dass Sie dort eine Größe bekommen, die sich Einkommensäquivalente nennen. Das sind aber keine Arbeitsplätze. Das heißt, das ist eine kalkulatorische Größe, die sagt uns ungefähr, wie viele Personen ihr Einkommen aus dem Tourismus bestreiten können. Das entspricht aber eben nicht Arbeitsplätzen. So, und das liefert uns aber dieser TSA. Das heißt, er zählt die Personen, die tatsächlich im Tourismus tätig sind. So, und dann ein weiterer Punkt noch, da will ich nicht so intensiv drauf eingehen, die Vorleistungsbezüge, also all das, was an Leistungen gekauft wird, um touristische Produkte herzustellen oder touristische Leistungen anzubieten, beispielsweise der Reinigungsservice im Hotel. Also wenn die Reinigungsleistung ausgelagert wird, dann ist das ein Vorleistungsbezug und dieser ist im TSA tatsächlich regionalisiert, rein auf Niedersachsen. Das ist in anderen Ansätzen nicht der Fall. Da wird nicht unterschieden, ob dieser Vorleistungsbezug in Niedersachsen stattfindet oder nicht. So, diesen Ansatz des TSA gibt es in Deutschland seit 2012. Da hat die erste Untersuchung für die Bundesebene stattgefunden. Mittlerweile gibt es zwei Untersuchungen. Und ich hatte es eben schon aufgeblendet, als Niedersachsen 2017 die erste Untersuchung gemacht hat, da waren sie das dritte Bundesland. Mittlerweile gibt es 8 Bundesländer, die eine und teilweise auch schon mehrere TSA-Untersuchungen vorliegen haben mit einem ja doch recht deutlichen Nord-Süd-Gefälle. Da müssen wir noch ein wenig dran arbeiten.
So, das war kurz oder doch etwas länger zur Einführung, aber doch immer wichtig, die Hintergründe dieses Ansatzes zu verstehen aus unserer Sicht. Jetzt wollen wir uns anschauen, was rauskommt. Und zwar zunächst einmal, was an touristischem Konsum rauskommt. Das ist der Umsatz, den die Gäste in Niedersachsen durch ihre Ausgaben generiert haben. Ich glaube, Herr Dr. Lindner war es, der die Zahl vorhin schon sagte. Das sind im Jahr 2019 23,2 Milliarden Euro gewesen. Das hilft immer erstmal noch nicht ganz so viel, wenn man nur eine Zahl hat. Aber wenn wir die von Herrn Zeinert vorhin schon erwähnten, 20,7 Milliarden Euro aus der letzten Untersuchung gegenüberstellen, dann sehen wir, dass hier der touristische Konsum in Niedersachsen in diesem Zeitraum tatsächlich erheblich gewachsen ist. Also das ist etwas, was man sich auf jeden Fall merken kann, was man sich zuschreiben kann. Das ist schon ein bedeutender Zugewinn. So, jetzt habe ich hier noch 2020 mitgebracht. Das wollen wir nicht unter den Tisch kehren, aber es soll erwähnt bleiben, auch wenn der Fokus auf 2019 liegt. Unsere Abschätzung hat ergeben, dass der Konsum im letzten Jahr um 28% zurückgegangen ist. Wir haben so eine Abschätzung für 2020 auch noch für zwei andere Bundesländer durchgeführt. Und ich kann Ihnen sagen, dass Niedersachsen mit diesem Rückgang nicht aus der Reihe fällt. Das ist nun natürlich eine kleine Vergleichsgruppe, aber der Wert ist in diesen anderen beiden Untersuchungen für zwei andere Bundesländer vergleichbar gewesen. So, schauen wir aber jetzt wieder auf 2019 und stellen uns die Frage, wo kommt denn dieser touristische Konsum her? Sprich, welche Gäste tragen denn wie weit dazu bei? Dann sehen wir, dass 6,2% des Konsums durch Gäste aus dem Ausland kommt. Das ist im Vergleich zu anderen Flächenbundesländern ein vergleichsweise höherer Wert. Die Werte hier bei anderen Ländern liegen so zwischen 2 und 5%. NRW hat auch noch einen höheren Anteil Ausland. Das ist schon etwas bedeutender sozusagen als in anderen Bundesländern, auch wenn im Vergleich zu den anderen Gästegruppen das noch nicht das große Gewicht natürlich einnimmt. Touristen aus anderen Bundesländern haben 41% zum Konsum beigetragen und die Binnentouristen 49%. Jetzt ist bei den Binnentouristen, steht jetzt hier in der Legende, inklusive Inlandsanteil. Das ist dieser Anteil an Umsätzen, der in Niedersachsen verbleibt, wenn Sie als Niedersachsen in andere Bundesländer oder ins Ausland reisen. Der verwischt das so ein bisschen, diese Statistik, aber er wird eben den Binnentouristen zugeschrieben. Ich habe ihn einfach mal rausgerechnet und dann landen wir bei 38% und dann sehen Sie schon, dass die Touristen aus anderen Bundesländern dann doch die konsumstärkste Nachfragegruppe in Niedersachsen sind. Der andere Konsum, der hier noch aufgeführt ist, das sind unter anderem diese öffentlichen Zuschüsse, die ich gerade nannte, die eben beim TSA auch mit reingerechnet werden. So, jetzt kann man sich anschauen, welche Reiseformen denn diesen Konsum auslösen. Und dann sehen wir, dass wir 35% des Konsums auf private Übernachtungsreisen zurückzuführen sind und nochmal knapp 39% auf private Tagesreisen. Und dieses Privatsegment da schon das absolut höchste Gewicht hat. Geschäftsreisen, das ist der türkisfarbene Bereich und der orangefarbene Bereich, kommt auf knapp 12%. Und dann haben wir noch den anderen Konsum und den Inlandsanteil. Diese Verhältnisse, die jetzt hier dargestellt sind, die sind relativ unverändert gegenüber dem Jahr 2015. Das heißt, da hat es nicht ganz große Verschiebungen innerhalb der Konsumstruktur gegeben. Jetzt kann man sich weiterhin anschauen, wofür denn die Gäste ihre Ausgaben tätigen. Und da haben wir zwei absolute Spitzenreiter. Am meisten geben sie aus für Gaststättenleistungen und für sonstige Güter. Das ist im Grunde alles, was mit Shopping zu tun hat. Kleider, Bücher, Souvenirs und das sind diese beiden Punkte auch in anderen Bundesländern, die Ausgabepositionen schlechthin. Da unterscheidet Niedersachsen sich nicht von anderen. Beherbergungsleistungen haben wir dann auch noch über 10% der Ausgaben. Treibstoff ist relativ viel, weil wir einfach auch viel Tagestourismus haben und da wird eben überwiegend im Binnentourismus und aus den benachbarten Bundesländern mit dem Pkw gereist. Und dann haben wir Sport, Erholung, Lebensmittel und dann kommen die Verkehrsträger, Straßen- und Nahverkehrsleistungen, Luftfahrtleistungen und dann kommen eben unten dran
noch einige weitere. Insgesamt kann der TSA hier tatsächlich 14 Ausgabekategorien unterscheiden. Das grün markierte, das ist dieser andere Konsum, also keine Ausgaben direkt der Gäste, sondern das, was in den Tourismus von öffentlicher Seite investiert wird. Wird hier eben mit einberechnet. So, das war einmal ein kurzer Überblick zu dem touristischen Konsum und wie er strukturiert wird. Jetzt wollen wir uns anschauen, welche wirtschaftlichen Effekte er dann tatsächlich auslöst, bemessen an der Wertschöpfung und der Beschäftigung. Und zwar, wenn wir uns die obere Tabelle zunächst mal anschauen, dann sehen wir, dass es in Niedersachsen im vergangenen Jahr, das ist falsch, im Jahr 2019, 276 Milliarden Euro, das war die Bruttowertschöpfung, die Gesamtwirtschaft sozusagen erwirtschaftet hat. Wir haben dann gemessen, dass der Tourismus im Tourismus oder tourismusinduzierte Bruttowertschöpfung bei 9,2 Milliarden Euro lag. Diese direkte Wertschöpfung entsteht überall da, wo Leistungen nachgefragt wurden, die direkt von Touristen bezogen wurden. Das ist dieser direkte Effekt. Man misst dann noch einen indirekten Effekt. Das ist das, was an Wertschöpfung bei den Vorleistungsherstellern stattfindet. Also sprich bei unserem Beispiel vorhin, das, was an Wertschöpfung in der Reinigung entsteht, die Wäschereileistung für ein Hotel erbringt. Das sind diese indirekten Effekte, die nochmal 4,5 Milliarden betragen. Und insgesamt kann man jetzt also sagen, dass von diesen 276 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung 4,9% auf den Tourismus direkt und indirekt zurückgefallen sind im Jahr 2019. So, und so kann man sich das jetzt auch in der unteren Tabelle für die Beschäftigung anschauen. Und da sehen wir, dass Niedersachsen in dem Jahr rund 4,15 Millionen Erwerbstätige hatte. Davon waren 257.000 und noch ein paar mehr direkt im Tourismus beschäftigt und 330.000 insgesamt auf den touristischen Konsum zurückzuführen. Also wenn wir uns hier anschauen, die direkten Effekte, das, was also durch den Konsum touristischer Leistung entstanden ist, dann haben wir hier einen Beitrag zur Gesamtwirtschaft von 3,3% bei der Bruttowertschöpfung und von 6,2% bei den Erwerbstätigen. Das heißt, 6% der Erwerbstätigen in Niedersachsen sind dem Tourismus zuzuschreiben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Werten, der zeigt, dass wir im Tourismus einfach eine beschäftigungsintensive Branche haben. Das kann man ganz einfach am Gastgewerbe festmachen. Da werden eben Leistungen erbracht, die sehr beschäftigungsintensiv sind. Dieses Verhältnis, was wir jetzt hier sehen, das ist ganz typisch. Das sieht man bei ganz vielen Untersuchungen. Das ist eigentlich immer so. Jetzt können wir uns anschauen, wer profitiert denn eigentlich davon? Ist das jetzt nur das Gastgewerbe, was ich immer gesagt habe, jetzt oder als Beispiel genannt habe, oder sind es eigentlich auch andere? Und natürlich sind es auch andere, wenngleich das Gastgewerbe schon natürlich auch der Hauptprofiteur ist. Wir haben jetzt also hier die direkte Bruttowertschöpfung, die der Tourismus erzielt hat, von 9,2 Milliarden Euro. Und da sehen wir, dass 36%, das ist der dunkelblau oder der blau markierte Bereich, auf das Gastgewerbe zurückzuführen ist. Es profitieren aber auch andere, nämlich Transportleistungen, Landverkehrsleistungen, dann Kunst und Kultur, Sport und Erholung. Das sind jetzt hier nur die Top Profiteure sozusagen. Der restliche Bereich ist sehr groß. Da sind die höchsten Werte erzielen da die Nahrungsmittelindustrie und auch der Einzelhandel. Also es sind schon viele Profiteure, wenngleich man eben auch sagen muss, dass das Gastgewerbe schon da jetzt den größten Teil des Kuchens abbekommt. Das ist das Kuchenstück wird noch mal etwas größer, wenn man jetzt auf die Beschäftigung schaut, einfach weil es eben so beschäftigungsintensive Leistungen sind, die dort erbracht werden. Aber auch hier sehen wir, dass durchaus auch andere Branchen direkt vom Tourismus profitieren. Der Einzelhandel taucht jetzt hier beispielsweise auf, der eben auch zu knapp 5%, dessen Beschäftigung zu knapp 5% schon auf den Tourismus auch zurückzuführen ist.
So, jetzt stellen wir uns die Frage natürlich, wie hat sich das gegenüber der ersten Untersuchung entwickelt? Und da können wir einfach mal die beiden grün markierten Bereiche anschauen. Also sprich die Gesamtwertschöpfung, die hat sich nominal deutlich erhöht. Und wenn man es anteilig betrachtet, dann sind es 14% Wertschöpfungszuwachs. Also das ist schon enorm. Von 11,9 Milliarden auf 13,6 Milliarden hat die Wertschöpfung zugenommen durch den Tourismus. Allerdings mit einer Einschränkung, wobei es keine Einschränkung ist, aber ein Hinweis. Wir sehen, dass der Anteil an der Gesamtwirtschaftsleistung zurückgegangen ist. Das liegt einfach daran, dass andere Branchen oder die Gesamtwirtschaft im Durchschnitt noch ein Stück mehr Wertschöpfungszuwachs in dieser Zeit verzeichnet hat. Es waren genau genommen nämlich 20%. Also Wertschöpfung im Tourismus gestiegen, aber eben nicht ganz so stark wie in anderen Branchen. Deshalb ist der Anteil hier etwas zurückgegangen. Bei den Beschäftigungseffekten habe ich nur grüne Zahlen zu präsentieren. Wenn Sie die Zeile ganz unten anschauen, dann sehen Sie, dass wir hier nur Zugewinne haben. Die Beschäftigung hat um 13% zugenommen, und das ist deutlich überdurchschnittlich. Der Vergleichswert in der Gesamtwirtschaft, der lag bei 5%. Und weil das so ist, sehen wir, dass eben auch der Beschäftigungsbeitrag von 7,4 auf 7,9% gestiegen ist. Also wir können festhalten, der touristische Konsum ist um 12%, die Wertschöpfung um 14% und die Beschäftigung um 13% zwischen diesen beiden Studien gewachsen. Und das sind, denke ich, sehr, sehr beachtliche Ergebnisse, die Sie im Niedersachsen-Tourismus da erzielt haben. Bleibt die Frage, was war 2020? Nochmal der Hinweis, dass das eine Abschätzung ist. Gleichwohl wollen wir uns die Ergebnisse anschauen. Und dann sind das jetzt hier keine grünen Zahlen mehr leider, sondern rote. Von diesen 13,6 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung sind 2020 noch 10,1 Milliarden übergeblieben. Das ist ein Rückgang von 26%. In der Gesamtwirtschaft waren es 3. So, und da sieht man dann jetzt einfach einmal weiß auf rot geschrieben sozusagen, was wir alle wissen, dass der Tourismus einfach unter dieser Corona-Pandemie überdurchschnittlich stark leidet. So, und das genau, ist jetzt einfach nur noch mal mit Zahlen belegt, was wir eigentlich ja alle wissen. Und wenn wir uns das für die Beschäftigung anschauen, dann sehen wir auch hier einen Rückgang von 26% bei den Erwerbstätigen. Also von diesen 330.000 sind wir jetzt bei knapp 246.000 Erwerbstätigen. Da muss ich jetzt allerdings zu sagen, dass nicht alle diese Personen arbeitslos geworden sind. Und das ist ganz wichtig. Wir können im TSA immer nur das an Beschäftigung messen, was durch touristischen Konsum ausgelöst wird. Das gilt nicht nur für das Jahr 2020, sondern für alle Jahre. Das kann man an einem Beispiel festmachen, wenn ein Gastronomiebetrieb im vergangenen Jahr geöffnet hatte, die Mitarbeiter aber in Kurzarbeit waren, aber zum Beispiel durch Außerhausgeschäft noch etwas umgesetzt wurde, dann hat dort touristischer Konsum stattgefunden, wenn es denn Touristen waren, die das Essen abgeholt haben. Und dann können wir die dadurch ausgelöste Beschäftigung erfassen. Wenn aber ein Nachbarbetrieb im selben Zeitraum geschlossen hatte, die Mitarbeiter nicht entlassen waren, sondern auch in Kurzarbeit waren, dann fand dort kein Konsum statt und dann können wir diese Beschäftigung nicht erfassen. Das heißt, so Interventionen wie Kurzarbeit kann durch dieses System nicht abgebildet werden, sondern nur dann, wenn eben demgegenüber ein Konsum stattgefunden hat. Da diese Kurzarbeit im Jahr 2020 viel, viel mehr eine Rolle gespielt hat als in anderen Jahren, ist entsprechend für dieses Jahr davon auszugehen, dass die Erwerbstätigenzahl höher lag als das, was wir jetzt hier ausweisen. Aber wir können es eben durch unsere Berechnung nicht nachweisen, sondern wir können nur das erfassen, wenn dem ein Konsum gegenüberstand. Deshalb hier die ganz wichtigen Störer, nicht alle diese Personen, diese Differenz sind arbeitslos geworden, sondern es kann sehr gut sein und so wird es sein, dass viele davon eben in Kurzarbeit waren in der Zeit. So, bleibt zum Schluss die versprochene Einordnung des Tourismus oder dieser Ergebnisse im Vergleich zu anderen Branchen.
Das haben wir beim letzten Mal, beim ersten TSA auszugsweise auch mitgeliefert. Wir haben jetzt darauf hingewirkt beim DIW, dass wir das unbedingt im Vergleich zu allen Branchen brauchen, nicht nur zu ausgewählten. Denn wir wollen für den Tourismus einen Rangplatz haben und den haben wir bekommen. Wir haben direkte Bruttowertschöpfungsbeitrag im Tourismus, hatte ich vorhin gesagt, liegt bei 3,3%. Wir sind wieder bei 2019. Das sind die Wertschöpfungsbeiträge der anderen Branchen in Niedersachsen. Das sind alle, die es gibt. Und dann können wir sehen, dass wir uns irgendwo hier zwischen Finanz- und Versicherungsleistung und Information und Kommunikation einordnen, also im Mittelfeld. Der Tourismus ist die 12 wertschöpfungsstärkste Branche in Niedersachsen. Das ist jetzt also erstmal ein Platz im Mittelfeld, was uns noch nicht vom Hocker fallen lässt. Aber ich verspreche Ihnen, es wird besser, wenn wir auf die Beschäftigung schauen. Hier haben wir den 6. Platz. Und ich denke, das ist ein schon sehr, sehr beachtliches Ergebnis. Wir haben 3 Branchen da oben, die sehen Sie, die absolut beschäftigungsbeitragend sind sozusagen. Und danach kommen einige mit 6%. Und da ordnet sich der Tourismus ein auf Rang 6. Also denke ich, ein sehr beachtliches Ergebnis. Genau. So, dann haben wir abschließend noch den versprochenen Vergleich zu anderen Bundesländern. Das sind jetzt hier die 8, die untersucht wurden. Daran kann man immer so ein bisschen sehen, wie der Tourismus bzw. auch die Wirtschaft in den einzelnen Ländern charakterisiert sind. Deshalb habe ich das nochmal mitgebracht. Und zwar zunächst mal den touristischen Konsum. Wir sehen, dass Niedersachsen hier nach Nordrhein-Westfalen absolut gesehen wirklich mit Abstand den zweithöchsten touristischen Konsum hat. Wenn wir jetzt allerdings diesen Konsum auf die Einwohner der Bundesländer umrechnen, das macht man immer gerne, um die unterschiedliche Größenordnung der Länder zu relativieren, dann sind es andere, die vorne liegen. Dann haben wir hier höhere Konsumintensitäten in Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein, in Berlin, in Hamburg. Wenn wir jetzt weitergehen zur Bruttowertschöpfung, die sich ja aus dem Konsum ableitet, dann ist Niedersachsen wieder mit Nordrhein-Westfalen logischerweise, weil der Konsum so hoch war, auch hier Spitzenreiter. Wenn wir jetzt schauen, welchen Anteil macht das an der Gesamtwirtschaftsleistung aus, dann sind es wieder die anderen, die ein Stück weit vorliegen. So, und das ist einfach der Grund, der hier dahinter steht, wenn wir zum Beispiel auf den Wert von Mecklenburg-Vorpommern schauen, der sehr, sehr hoch ist, mit 9,6%, dass einfach in Mecklenburg-Vorpommern es nicht so viele andere starke Branchen gibt. Die gibt es aber in Niedersachsen und die gibt es auch in Nordrhein-Westfalen. Hier ist die Wirtschaft eben diversifizierter und deshalb haben wir hier einfach einen kleineren Anteil, den der Tourismus ausmacht. Und genauso ist es bei den Erwerbstätigen. Absolut Spitzenreiter und bei dem Anteil an der Gesamtbeschäftigung des jeweiligen Bundeslandes sind es wieder andere, die vorne liegen. So, das ist aber auch überhaupt gar kein Problem, denn das, was ja für uns wichtig und entscheidend ist, ist, dass wir absolut gesehen stark sind, dass wir sagen können, dass der Tourismus ein wichtiger Umsatzbringer und einer der absolut wichtigsten Beschäftigungsgeber in Niedersachsen ist. Das haben wir eben im Branchenvergleich gesehen, dass die Beschäftigungswirkung des Tourismus wirklich erheblich ist. Wir können also sagen, dass wir in Niedersachsen definitiv einen starken Wirtschaftsfaktor Tourismus haben, der auch die letzten Jahre nochmal enorm an Zuwachs gewonnen hat. Aber daneben gibt es eben auch andere starke Branchen und das soll ja gar nicht irgendwie verwerflich sein. Genau, jetzt komme ich zum Schluss. Wir haben jetzt viel über Wertschöpfung und Beschäftigung gesprochen. Es gibt noch andere wirtschaftliche Effekte, die der Tourismus auslöst, die wir nicht verschweigen wollen. Wir haben über das Einkommen bei den touristischen Betrieben in der Vorleistungsbranche gesprochen und wir haben über die Beschäftigungseffekte gesprochen, die in den Tourismusorten vor Ort, in den Betrieben entstehen, die nicht in irgendwelche Callcenter auslagerbar sind, sondern die tatsächlich wirklich vor Ort stattfinden. Daneben gibt es aber eben noch andere Effekte. Da ist sicherlich in erster Linie das Steueraufkommen zu nennen, die Umsatzsteuer, Lohn- und Einkommensteuer, die ja auch zwar zunächst mal nach Berlin geht, aber über Umlagen dann auch wieder
zurückfließt, dann die Gewerbe- und Grundsteuer, Zweitwohnungssteuer, Tourismusabgabe, Kurtaxe, alles Quellen sozusagen, wo es auch wirtschaftliche Effekte durch den Tourismus gibt. Dann ist dieser Bereich Investitionen in die Infrastruktur. Das heißt, der Tourismus oder die Touristen nutzen das, was an Infrastruktur vor Ort in den Tourismusorten ist. Sie sorgen da oder tragen dazu bei, dass diese ausgelastet sind durch den Tagestourismus, insbesondere auch außerhalb der Saisonzeiten, was wiederum, ja, das muss ich Ihnen nicht sagen, dazu beiträgt, dass die Infrastruktur auch für die Einwohner vor Ort erhalten wird, dass der Wohnwert, der Freizeitwert, die Lebensqualität für die Einwohner zunimmt. Und dann sind wir in diesem letzten Feld der immateriellen Effekte sozusagen oder der intangiblen Effekte, also sprich, dass der Tourismus ja letztlich auch in hohem Maße zur Lebensqualität vor Ort beiträgt, Investitionen in den Tourismus, letztlich immer auch Investitionen in den Standort und in die Bevölkerung sind. Die Grafik, das habe ich eben vergessen zu sagen, die stammt von den Kollegen des DWF, die darf ich hier verwenden, die sind ja Projektpartner. Also mit Blick auf den Titel der Veranstaltung heute eine abschließende Botschaft unsererseits, nicht nur wegen Wertschöpfung und Beschäftigung, aber ganz besonders auch, lohnt sich aus unserer Sicht Tourismusförderung definitiv.